Na, Gorister, du hast aber auch schon bessere Zeiten erlebt. Das trifft übrigens auch auf die große Maschine zu. Was bist du? Ich bin der beste Freund des Menschen. Zumindest einer davon. Nein, was bist du wirklich? Lass mich mit einem Rätsel antworten. Heute sah ich einen Chinesen. Na, was denkst du, könnte das bedeuten? Warum kannst du mir keine klare Antwort geben? Wie so viele andere hier unten bin auch ich dazu verdammt, in Rätseln zu sprechen. Wir müssen eben alle mit unseren Flüchen leben, was, Gorister? Ach ja? Und was ist mein Fluch? Nach 109 Jahren im Bauch der Bestie müsstest du eigentlich ein gewisses Gefühl in der Magengegend haben. Du bist EM und du spielst wieder mit meinem Verstand. Nein, aber ich bin wirklich ganz dick mit der großen Maschine befreundet. Wir sind sozusagen wie Brüder. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich hab die Schnauze voll von deiner Klugscheißerei. Na na, Gorister. Vergeben und vergessen. Wo kommst du her? Hier, dort und überall. Dann musst du doch wissen, was über den Bergen liegt. Freiheit für manche. Wenn sie stark genug sind. Der Weg durch die Wüste ist weit und beschwerlich. Diese Wüste sieht auch nicht schlimmer aus als all die anderen Höllenszenarios, die sich EM für uns ausgedacht hat. Hör auf meine Worte, Gorister. Du wirst es da draußen niemals allein schaffen. Und denk bloß nicht, ich würde wie ein braves Hündchen neben dir hertrotten. Was willst du? Ich spüre diese Gier nach etwas Leckerem. Ein menschliches Herz vielleicht, deins zum Beispiel. Ich werde dir mein Herz nicht geben. Nein? Schade. Ich wollte dir im Gegenzug verraten, wie du über die Berge kommst. Ah, ich glaube, ich werde mir diese Delikatesse für später aufsparen. Du willst also die Berge überqueren? Geh aufs Klo und ziehe dreimal ab. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Man könnte sich durchaus mit interessanterem Zeug beschäftigen, Gorister. Na, ist das nicht Nahrung fürs Gehirn? Woran denkst du, Gorister? Du kannst hier keinen Tunnel nach draußen graben. Hör auf meine Worte, Gorister. Du wirst es da draußen niemals allein schaffen. Und denk bloß nicht, ich würde wie ein braves Hündchen neben dir hertrotten. Das ist Ednas Mann, Harry. Gesprungenes Linoleum. Kaputte Armaturen. Widerlich. Kaputt. Der verdammte Hahn ist verbogen. Widerlich. Kaputt. Ein Kühlhaus. Wie bin ich? Körper an Fleischhaken. AM, du Bastard! Was hast du getan? Das ist Edna, meine Schwiegermutter. Nein, das ist zu schön, um wahr zu sein. Glynnis, was hat EM dir angetan, mein Schatz? Rindfleisch, beste Qualität. EM hat uns noch nie so etwas Gutes zu essen gegeben. Irgendetwas stimmt hier nicht.
Edna, wie bist du da raufgekommen? Der Chinese hat mich hier aufgehängt, Gorister. Lass mich runter! Chinese? Was für ein Chinese? Er ist einer von den anderen beiden. AM ist nicht so allmächtig, wie er uns glauben machen will. Warum sollte ich dir denn helfen? Ich muss die Vereinbarung erfüllen und den Zeppelin zu den Bergen schaffen. Sonst wird die große Maschine mich töten. Weißt du, wie man den Zeppelin hier rausfliegen kann? Du warst doch mal Elektriker. Man muss nun wirklich kein Genie sein, um das zu kapieren. Erst sagst du mir, wie man den Zeppelin fliegt, und dann helfe ich dir. Nein, hol mich erst runter, und dann sag ich's dir. Sieht aus, als könnte ich dir nicht entkommen, Edna. Selbst in EMs Bauch. Warum willst du denn weglaufen, Gorister? Wir sind doch schließlich eine Familie! Du hast Glynnis immer erzählt, wie sehr du mich hasst. Schau, Gorister, ich habe mir doch nur Sorgen um mein Baby gemacht. Glynnis war so einsam, weil du ständig unterwegs warst. Ich weiß, dass du dein Bestes getan hast. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Harry, wie kommst du denn hierher? Weißt du, die Wüste ist groß. Hab mich da selber schon mal verlaufen. Wessen Herz wurde auf der Spitze des Zeppelins aufgespießt? Sieht aus, als würde ein Gewitter aufziehen. Ich schenk dir erstmal einen Drink ein. Wie war das noch mit dem Gewitter? Weißt du, die Wüste ist groß. Hab mich da selber schon mal verlaufen. Ich schenk dir erstmal einen Drink ein. Was weißt du über die Wüste? Sieht aus, als würde ein Gewitter aufziehen. Ich schenk dir erstmal einen Drink ein. Harry, wie kommst du denn hierher? Mit dem Zeppelin, Gorister. Wir sind mit dem Zeppelin gekommen. Was weißt du über den Zeppelin? Du musst mit Edna reden. Sie kennt sich mit dem Zeppelin aus. Darum haben wir es nämlich getan, weißt du? Was hast du getan? Du weißt es doch, Gorister. Du warst im Speisezimmer. Was ist im Speisezimmer geschehen? Ich hätte mich nicht von ihr dazu überreden lassen sollen. Ich bin kein Mörder! Wen hast du ermordet? Sieht aus, als würde ein Gewitter aufziehen. Ich schenk dir erstmal einen Drink ein. Wen hast du ermordet? Hast du das Chaos im Speisezimmer nicht näher betrachtet? Was? Oder musstest du noch nicht pinkeln? Wessen Herz wurde auf der Spitze des Zeppelins aufgespießt? Na, deins natürlich. Was glaubst du denn, wie wir hierher gekommen sind? Wie war das noch mit dem Gewitter? Weißt du, die Wüste ist groß. Hab mich da selber schon mal verlaufen. Ich schenk dir erstmal einen Drink ein. Was weißt du über die Wüste? Sieht aus. Wir reden später weiter. Der verdammte Hahn ist... In dem Pissoir ist irgendetwas Glänzendes. Eine Lupe wie aus einem Detektivroman.
Ich habe Edna und Glynnis gefunden. Und wie soll mir das nun bei meiner Flucht helfen? Solche Informationen haben natürlich ihren Preis. Aber ich sehe schon, du bist wirklich nicht in der Lage zu feilschen. Ich biete dir einen Handel an. Dein Herz für Ednas. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Derjenige, der diese Handabdrücke zurückgelassen hat, muss jemanden förmlich ausgenommen haben. So viel Blut ist hier. Hier sind einige Haarsträhnen, die während des Kampfes herausgerissen wurden. Das ist ja genau meine Haarfarbe. Und das sieht aus, als wäre es Harrys. Jetzt verstehe ich, was sich hier abgespielt hat. Du hast mich ermordet, nicht wahr, du Schwein? Tut mir leid, Corister. Edna hat die Bowle vergiftet. Und nachdem du sie getrunken hattest, habe ich dich zu Boden geworfen. Als das Gift zu wirken begann, schnitt ich dich auf. Warum hast du mich umgebracht? Das ist alles zu kompliziert, um es zu erklären. Du musst Edna fragen. Wir reden später weiter. Edna, du Drecksstück. Ich weiß alles über deinen Plan, mich zu ermorden. Ich musste mit AM einen Deal machen. Ich hatte keine Wahl. Ich bin immer zu hart mit dir ins Gericht gegangen. Ich geb's ja zu. Aber wir sind jetzt die einzigen Menschen auf der ganzen Welt. Wir müssen einander zur Seite stehen. Warum sollte ich meiner eigenen Mörderin vertrauen? Bündnisse sind immer Veränderungen unterworfen, Gorister. Irgendwas ist schiefgelaufen. AMs zwei Spießgesellen hören nicht mehr auf mich. Ich brauche dich und du brauchst mich. So einfach ist das. Du Dreckslastwagenfahrer! Das ist für mich und mein Baby. Lass mich gehen. Jetzt hab ich dich, Gorister. Und wenn du denkst, dass du mir entkommen kannst, dann wirst du dich noch wundern. Edna, du hast einen Schlüssel fallen lassen. Gib mir den Schlüssel zurück und lass mich runter. Ich bin deine einzige Chance, hier rauszukommen. Tut mir leid, Edna. Ich trau dir nicht. Lass mich meine guten Vorsätze unter Beweis stellen. Ich lass dich gehen. Jetzt gib mir endlich den Schlüssel! Bind mich los, du Vollidiot! Ich reiß dir die Leber raus! Du kommst mit mir, Edna. Bind mich los, du Vollidiot! Ich reiß dir die Leber raus!
Ich glaub's einfach nicht. Der Motor läuft wieder. So viele Anzeigen und Steuervorrichtungen. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Edna hat dieses Logbuch geschrieben. Es ist mit einem verdammten Stück Draht am Cockpit befestigt. Als AM uns vor dem Krieg hier runtergebracht hat, dachte ich, niemand könnte Gorister mehr hassen als ich. Aber AM ist voller Hass auf Gorister und uns alle. Erst wenn ich Goristers Seele auf einem Silbertablett habe, wird jede Minute von Glennys Leben vergolten sein, die ich ihr gestohlen habe. Ich wollte sie doch nicht in den Wahnsinn treiben. Ich kann's nicht fassen. Edna hat zugegeben, für Glennys Schicksal verantwortlich zu sein. Vielleicht war es doch nicht meine Schuld. Ich dachte, ich könnte AMs Wünsche erfüllen, aber sie sind einfach zu detailliert. Ich habe die Bohle vergiftet, aber es dann doch nicht über mich gebracht, Goristers Herz herauszuschneiden. Vielleicht bringe ich meinen Mann dazu, es zu tun. Dann kann dieser Zeppelin es über die Berge schaffen. Aber wenn wir den Job nicht zu Ende bringen, wird mich AM dieser Maschine zum Fraß vorwerfen. Der Zündschalter. Die Flasche wird mit einer milchigen Substanz aus den Futterschläuchen der Käfige gefüllt. Diese Flasche ist mit der milchigen Substanz gefüllt, mit der die Tiere gefüttert werden. Bitteres Zeug. Aber ich fühle mich schon viel stärker. Diese Flüssigkeit wird dich wieder zum Leben erwecken, Schatz. Glynis, in all den Jahren habe ich gedacht, ich wäre für deine Qualen verantwortlich. Lass mich dir jetzt helfen. Sie ist tot. Wenigstens konnte ich die Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen. Ich nehme ihren Körper aus diesem Gefrierschrank. Ich habe Ednas Logbuch gelesen und mir ist einiges klar geworden. Und jetzt? Du musst Buße tun und die Vergangenheit begraben, Gorister. Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Je sais pas quoi faire de ça. Je vais pas abandonner comme ça. Si je dois mourir, j'emporte tout avec moi. Je vais pas abandonner comme ça. Si je dois mourir, j'emporte tout avec moi. Diesmal kannst du deinen Müll mitnehmen, Gorister. Eine Schaufel. Pass auf, wo du das verwendest, Gorister. Ich würde gern wissen, wo die ganzen Leichen verbuddelt sind.
Ist es nicht ein wenig verfrüht, dein eigenes Grab zu schaufeln, Gorister? Die Luftbehälter füllen sich. Verschlossen! Wir fliegen! Mach schon, Gorister. Jag die ganze Chose in die Luft. So eine Chance kriegst du vielleicht nie wieder. Ja. Du bist aus härterem Holz geschnitzt, als ich dachte, Gorister. Interessant, ja? Interessant. Hier ist eine neue Last für dich, während ich über diese Fehlberechnung nachdenke. Wer von euch ist als nächstes dran?